Liebe Zuschauer, die Stimmung an den Börsen, an den Aktienbörsen, hat sich weiter eingetrübt. Der deutsche Aktienindex ist jetzt auf dem Weg, sich von oben der Marke von 12.000 Punkten wieder zu nähern. Möglicherweise gerät sie sogar in Gefahr. Und das liegt an mehreren Gründen. Natürlich sprechen wir weiterhin über die Handelsstreitigkeiten, über den Handelskonflikt vor allen Dingen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China. Und da kommt es jetzt eben auch zu notwendigen Reaktionen, wahrscheinlich der chinesischen Notenbank. Die Bank of China hat nämlich gewisse Anforderungen an die Banken gelockert, was die Kapitalrücklagen angeht, was die Kapitalreserven angeht. Bei der Kreditvergabe will man hier eben größere Spielräume schaffen. Dies soll die Wirtschaft in China entsprechend stützen, sollte sie durch die Handelsstreitigkeiten in Gefahr geraten. Dann haben wir natürlich zum Ende der vergangenen Woche in Amerika die weiter steigenden Renditen im Anleihenbereich gesehen. Das setzte die Aktienkurse auf der anderen Seite unter Druck. Vor allen Dingen bei Technologiewerten haben wir dort nachgebende Notierungen gesehen. Auch diese Vorgaben sind für den deutschen Aktienmarkt nicht gut gewesen. Zumal dann auch die asiatischen Börsen schwächer tendierten. Vor allen Dingen in China gab es deutliche Kursabschläge. Da müssen wir aber beachten, dass gerade auf Festlandchina in der vergangenen Woche wegen vieler Feiertage gar nicht gehandelt wurde. Aber auch die Börse in Hongkong, die hatte nämlich geöffnet, zeigte sich ja schon schwächer. Jetzt müssen wir mal sehen, was wir aus dieser Gemengelage machen. Wir schauen gleich noch mal ganz genau auf den DAX drauf, wollen jetzt aber auch noch mal darüber sprechen, dass die deutsche Industrieproduktion den dritten Monat in Folge gesunken ist, nämlich jetzt um 0,3% im Monat August. Für den Monat Juli wurden die Zahlen nach unten korrigiert. Hier gab es einen Rückgang letztlich von 1,3% statt der bisher angenommenen 1,1%. Schauen wir noch mal auf zwei Einzelwerte. Beginnen mit Henkel. Diese Aktie wurde heute lange gestützt durch einen Analystenkommentar von Goldman Sachs. Hier hat man eine Kaufempfehlung ausgesprochen auf dem aktuellen Niveau und das Kursziel von 115 auf 120 Euro angehoben. Die Aktie kletterte dann auch teilweise bis auf 101,25 Euro. Jetzt liegt sie aber bei 100,50 Euro auf dem Schlusskurs des vergangenen Freitags. Dann haben wir Compu Group auch noch im Blick. Diese Aktie verliert jetzt 3,7% auf 48,12 Euro. Ein Interview des Konzernchefs Frank Gotthardt in der FAZ hat einen Jahresumsatz, einen erwarteten, herausgekitzelt. Der soll bei ca. 700 Millionen Euro liegen. Das wäre aber im unteren Bereich der bisher erwarteten Zielspanne. Jetzt schauen wir noch mal schnell auf den DAX. 12.038 Punkte, ein Abschlag von 0,6% im Augenblick.